Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Verbreiten sexuell übertragbarer Krankheiten durch Verkehr ohne Kondom mit Freddy, mir und Freddy. Servus, servus, servus. Ich habe übrigens meinen Fuß gerade im Boden, wenn ich runtergucke, also mein linker Fuß. Ich sehe den Schuh, die Schuhe Umrisse durch den Boden. Ich auch. Aber er ist im Boden. Genau, wir sind hier auf dem Weg zum Labor, nachdem wir letzten Part Magus noch gekillt haben und gekämpft haben mit Zombies, weil Magus uns töten wollte. Und er sich irgendwie gar nicht erklärt hat, warum er es gemacht hat. Dass er einfach nur dachte, ja klar, bitte, den keiner. Au, wieso bin ich schon wieder fast tot? Prinzipsache, at this point. Ja, irgendwie relativer leider. Plätschle. Schönes Plätschle. Naja, Bitches. Schweres Messer. Was glaubt ihr jetzt zu reißen? Seife, ja, Seife. Was ist Seife? Ja, das weiß ich auch nicht. Spawn immer neu. Den Griff habe ich noch nie gehört. Okay, spawn nicht so häufig neu. Oh. Reparieren. Da ist das ein schweres Messer drin. Ja, hast du ja schon gesehen. Okay. 1277 Haltbarkeit. 77 Haltbarkeit ist actually nix, ne? Wie viel hatte mein Angemachete? Kann es sein, dass es nichts ist? Ich weiß es nicht. Reparieren wir das mal. 115 Haltbarkeit. Was kostet mich das Upgrade dann nicht so viel? Okay, 166 und gucken wir mal, ob die sich überhaupt lohnt. Oder ob die wertlos ist. Jetzt habe ich das Holzblatt noch, weg mit dem Scheiß. So, ausrüstet, schön Machete. Oh. Da ist sie besser, da ist sie auch weit besser. Kann ich ja schon ausrüsten. Aber weit besser. Oh, Baby! Oh. Bisschen weniger Wucht als ich. Okay, die ist einfach nur besser als die, dann tausche die schon mal aus. Schadenrichtende Bullenmachete ist besser als schwere Übermache. Okay, gut, aber hier ist. Guck mal. Stern würde ich sagen, reicht das mal so mit den ganzen Sachen? Sieht auf jeden Fall cool aus. Oh, da ist ein Boomer. Das passiert. Nägel. Ein großer Nagel. Das nehmen wir auch mal hier. Und jetzt rüste ich den Stab auch direkt aus, weil das ist ein brutaler Stab, Alter. Wo ist der denn jetzt? Da ist er. Jetzt muss ich gucken, was ich dafür austausche. Das ist ein Kraftfahrzeug, wo wir hin müssen. Cool. 11, 19, das ist hier. Der da unten. Der Schafklingen. Wissenschaftsnüsse-Tag. Wir sind übrigens Kapitel 4 mittlerweile. Ich habe jetzt einen Tonfer mit 1666 Schaden, Alter. Ehre. Ja, das ist mit Abstand die Waffe mit dem meisten Schaden und die ist gerade mal grün. Hallo. Okay, meine stärkste Waffe hat 1700 Schaden. Und das ist eine Schaufel. Eine Warnschaufel. Also die Mission, also ich habe hier gerade schon den Missionsmarker, also ich bin hier einfach hingegangen, hier war kein Missionsmarker, das Spiel einfach gesagt, yo, gut gemacht. Oh, chill. Na dann. Okay, ab zum Forschungslabor. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass wir da hinfahren. Ja, same. Aber wir müssen einfach nur hier hingehen, in diesem Portal. Das Ding ist, ich bin halt auch gleich ins Auto eingestiegen, ne? Ja, hab ich gesehen. Ich hab gerade noch gesehen, wie du ausgestiegen bist und eine Tür gehört. So, nächste Karte. Gibt keine, okay. Geh in die Kuppel. Nö. Hm. Gibt halt wirklich gar keine Karte hier. I found Kessler's Outpost, Harlow. Alright, find a way. Gehen wir erst mit anderen Weg. Oh fuck, gehen wir nicht den anderen Weg. Das sind Minen. Excusez-moi? Ja, guck doch mal da hinten. Ach du Verfickte. Ich hab eine Idee. Können doch Sachen werfen, oder? Ich hab keine Ahnung, wie, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Moment, ich. Achso. Wenn ich jetzt einen Gegenstand ausrüste, dann kann ich den werfen, glaube ich. Wow. Das waren Wumms. Ja, das waren meine Granaten, aber irgendwie machen die Minen nicht kaputt, oder? Ich hab halt 29 Granaten gezogen, von ein paar geschmissen. Okay, das macht gar nichts. Danke für absolut nichts. Du musst die übrigens einfach auf dem Waffenslot ziehen, dann kannst du sie benutzen. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ah, ja. Weil dann hat man halt eine Waffe weniger. Ja. Ach, ich hab die sogar schon auf dem Waffenslot. Ich hab 16. Na ja, gut. Ich hab ein paar mehr, glaube ich, irgendwo gefunden. Oder wahrscheinlich irgendwie von Quests abgeholt. Sollen wir vielleicht das ganze Zeug hier trinken und essen, was wir vielleicht später brauchen? Feuerzeuggas. Einfach in einem riesigen Kanister, also riesig für Feuerzeuggas. Was machst du da oben? Ich? Ja, wo bist du? Da ich oben? Ich bin hier hochgegangen.
Ich dachte, du kommst mit, weil ich wollte jetzt nicht durch die Minen laufen. Ich wollte jetzt links mich an den Minen vorbeicheaten. Achso, ich wollte eigentlich nur einen anderen Weg gehen, aber ich gesehen, dass da Minen sind. Da dachte ich mir so, vielleicht möchte ich das nicht, dass wir da lang gehen. Dann bin ich einfach hier hochgegangen. Also, wo wir eigentlich hin sollen, vermutlich. Ah, ja, bei mir ist es so, wenn ich mir denke, okay, wir gehen jetzt da lang. Oder wir sollen da lang gehen. Oder du willst da lang gehen, dann finde ich einen Weg so ungefähr. Sprechenlage. Bonjour. Dr. Kessler. Who is it? What do you want? Please, sir, I need your help. I am busy doing serious research here. I have no time for visitors. Leave me be. Sir, it's about your research. Huh. I read your study on Kuru disease. It was brilliant. That's what I want to talk about. Bei dir, oder spricht Sammy bei dir? Nee, du, bei mir. Okay. Sprich mit Dr. Kessler. Der schreibt übrigens auch das Lorebook für das Spiel, also das Ingame-Lorebook, wo man dann halt ja, mehr Lizenz erfahren kann. Zeitungsartikel über Kesslers und Villas Forschung. Schneck. Ich habe einen Gurt aus dem Kopierer genommen. Ich auch. Also gut. Der Kopierer kopiert, glaube ich, nichts mehr. Ja. Weil wir praktisch den Keilriemen geklaut haben. Standardmäßiger Golfschläger. Ah, danke, brauche ich gerade nicht. Müdender Golfschläger auch nicht geil. Motorteile. Ich habe auch noch Motorteile in Mini-Fridges stehen. Oder große Batterien. Ja, klar, die müssen noch kalt gehalten werden. Eine Schneidze. Oh mein Gott, what the fuck. Die tasty. Züchtet ihr hier neue Zombie-Arten oder was? Anscheinend. Gut, fairerweise würde ich auch machen, wenn ich hier. Was hier ist Lore. Ein Tagebuch. Entschuldigung. Herrgott. Gib mal Ruhe. Hier ist gerade ein Ding an. Was da? Mehr Zeug zum Einsammeln. Geheimakten hier? Danke. Soon after we went to sleep, Jenkins tried to murder me. I had no choice but to shoot the bloody maniac. Ich mach den ganzen Laborequipment kaputt. Das will ich. Wichtig. At this point, I think our only option is Henderson. At least there's a military base there. Most of our families are there as well. I just hope the city is still safe. Okay. War ich auch fertig? Jetzt gerade, ja. Okay, dann rede ich mit Dr. Kessler. Ich muss Henderson reden. Ich wurde gesagt, dass du weißt, wie du durch die alten Kriegstunnels gehst. Es gibt keine Tunnels. Now get out of here. I am a scientist, not a tour guide. Stop wasting my time. Wasting. Marcus Villa claimed otherwise. Wasn't he your partner? You saw Marcus. I haven't seen him in ages. He was brilliant, you know, in his own way. But let us just say there are reasons we no longer work together. Very good reasons. Übrigens, klarer deutscher Akzent. Ja. He wanted to eat you. That doesn't make any sense. Sure, he went to live with the natives, but they've always struck me as peaceful people. Perhaps he was worse off than I even imagined. But that does not explain why he would resort to cannibalism. I don't know. He said he needed the flesh from someone who's immune to what's happening. He was going to use it to make a cure. Wait a moment. Are you saying that you are immune to what's happening out there? Well, then, this certainly changes things, doesn't it? Yes, I'm afraid it does. Yeah, I have a map that you should find helpful. But if you want it, you need to help me with something. Okay. Okay. I have been researching this disease for many years now. Kuru has been endemic to the indigenous people here for centuries. This outbreak is one of many. And each incident is a little different, as is the trigger that reawakens the plague. It's truly remarkable how this prion disease adapts and changes, how it mutates when exposed to external factors, the speed at which it affects the host organism. Astonishing, really. Mein Chart ist im Griff. Can be unpredictable. Richtig. Dangerous even, you understand? Yeah. Mm-hmm. You're talking about what happened in the greenhouse. A truly unfortunate accident, one that was largely the fault of my assistants.
I assure you, I had very little to do with what happened out there. Look, I really don't care who was responsible. Just tell me what you want me to do. I am merely trying to make it clear that I am not an evil man. Du bist Deutscher. Ja, er kann nicht böse sein. Yes. Especially by people who possess lesser minds. My four assistants were in possession of some reagents, chemicals contained within vials. Unfortunately, those vials are out there in the greenhouse. Bring them to me and I will give you the map. Do we have a deal? Agi. Betäubungspistole. Da sehe ich mich. You will probably need to kill all four of them in order to secure the vials. But there is no saving them now. You will be putting them out of their misery. Okay. Just have that map waiting for me when I get back. Sure. Kurz zur Realitätsprüfung. Wir haben noch eine Nebenquest, hier sicherer Ort, ne? Suche einen Verlass und Bunker in der Nähe des Forschungslabors. Okay. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Jetzt. Oh man. Bäh. Einfach gewaschen werden, unhöflich. Bäh. Waschen. Nägel. Die sehen ein bisschen ekelhaft aus. Ein bisschen, ja. Oh, da oben ist was passiert. Oh, da oben ist. Der schmeißt sein Fleisch. Rechts von dir. Rechts von dir. Ja. Au. Au, das Fleisch macht Schmerzen. Mutierter Forscher. Also damit hätte man mal rechnen können, dass das Fleisch Schmerzen macht. Bin ich ehrlich? Ja, okay. Hast du auch wieder recht. Aber ich rechne nicht. Ich kann kein Mathe. Ah, okay. Sorry. Ich bin ja nicht studierter Computer Scientist wie du. Ich bin auch nur ein kleines Dummerle. Aber du bist ein offiziell gebildetes kleines Dummerle vielleicht. Das stimmt. Ja. Ich bin vielleicht ein Akademiker. Genau, damit stehst du auf der Hierarchie mindestens zwei Stufen über mir. Okay. Eher mehr. Ein gefährliches Cannabo. Okay, das hat glaube ich echt wenig Schaden, aber echt viel Wucht. Ich will gefährliches Cannabis. Willst du jetzt hier so gefährliches willst? Ja. Okay. Das ballert mir. Bist du dir sicher? Ich gehe mal davon aus. Hast du ein Lawbook dazu gelesen? Das noch nicht. Das sollte ich eigentlich machen, ja. Okay, ich glaube, wir sollen hier hin hochklettern. Ich glaube, das hier durch. Brutaler schwerer Hammer. Klingt auch wie Müll. Meine Rage ist auch schon wieder ready. Ich kletter mal hier hoch. So. Ah, da ist noch ein Forscher. Okay, er ist gerade, glaube ich, runtergefallen von da, wo ich hingehe. He dead. Ach, du gehst da hoch. Warte mal, wie bist du? Hier ist eine Leiter. Ach so. Ah, da, okay, da ist eine Leiter. Die ist sogar rot. Ich mag die Blubbergeräusche nicht. Ja, die klingen ein bisschen so, wie wenn ich rülpse. Oh fuck, heilen. Ist fast gestorben wieder. What the fuck? Ja, ich krieg halt echt auf die Fresse von den ganzen Leuten hier. Bäh! Lass die Geräusche, Junge! Was los mit dir? Na, geht doch. Okay, ich hätte. Okay, nee, wir hätten hier nicht hochgehen können. Hier war mal ein Aufgang. Aber den können wir nicht mehr benutzen. Wir können aber hier hoch weitergehen. Hier ist Strom. Und Zombie. Gewesen. Schwaches Fleisch haben, das ist eher mäßig cool. Ja. Da oben ist der erste Forscher-Typi. Grenadier. Au. Ach, ist das ein. Ja, okay, der war jetzt irgendwie. König unter Königin. Ich habe gerade Achievement Forscher geholt, den wollte ich gleich haben, den Schlagring. Wenn du ihn haben willst, kannst du ihn gerne haben. Wen hast du da aufgehoben? Irgendeinen billigen Schlagring. Achso, ja, denn die bringen leider nicht genug von Schaden her. Aber du kannst ihn echt schnell angreifen. Ja, aber also das geht auch mit dem Ding, was ich gerade habe. Da schau mal, das kann auch ziemlich schnell. Ist hingefallen. Der hat Plätscher gemacht. Mit dem Plätscher macht man übrigens nicht den Köpfe kaputt. Bitte? Mit dem Plätscher macht man übrigens nicht die Köpfe kaputt von denen hier. Oh! Das ist schrecklich. Also, sie sterben dann, aber was ist mit dem passiert? Oh, weg, Freund. Also, ich habe ihn getreten und ich glaube, du hast ihn auch in der Zeit getreten. Und warum ist er mal weg gewesen? Oh! Also einfach komplett weg. The fuck? Bei mir ist er regulär runtergefallen. Ich weiß nicht, was. Oh, wir fahren hier den. Das ist ja cool. Guck mal, wir fahren hier was aus. Oh. Ich kann auch was ausfahren. Ich dachte, wir machen den Strom einfach aus. Schön, jetzt.
Ah, es geht auf. Ah, okay. Schön. Als erstes mal gehen runter. Egon. King amongst Kings. Nochmal reagieren. King amongst Kings. Also ich glaube, das ist einfach, dass wir alle Gegnerarten einmal töten. Weil ich habe das gerade bekommen, als ich den ersten getötet habe davon. Ah, das kann sein, ja. Ich dachte, du wirst dann auch bekommen, einfach, dass wir in unserem Spiel halt die alle töten. Aber ich glaube, man muss die halt selber alle einmal töten. Das könnte durchaus sein, vielen Dank. Da ist der ganz große. Spezieller, ja. Ja. Ich würde erstmal hochkommen lassen. Der kommt ja nicht hoch, die faule Sau. Du da hinten am Chillen dabei. Aua, werf nicht dein Fleisch. Sonst zeige ich dir meins. Okay, so, ich habe eine Gruppenrasse angemacht. Ah. Also ich weiß nicht, ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn ich erstmal meine Raserei fast komplett fertig mache und danach ganz am Ende nochmal die Gruppenrasse anmache, weil ich glaube, dann habe ich mehr von meinen einzelnen Rasereien, also von den Dingern. Kann schon sein, ja. Okay, ich glaube, wir haben es gemacht, I guess. Zum Fahrstuhl runter, hä? Ich glaube, wir haben es gemacht hier. Also, alles sieht so aus? Ja, bringe die Reagenzien. Machen wir die Tür wieder zu, dann lasse ich mich mal kurz waschen. Es hat aufgehört, mich zu waschen, okay. Hallo, Dr. Kessler. Gut, now I can conduct my tests. I only require a sample of your blood. Agi. I didn't agree to be your guinea pig. Give me the map. Gib doch einfach Blut. Ja. You are clearly immune, that much is certain. But that does not mean that you are safe. There is a strong possibility that the virus is in your body, and if it is, it could mutate. Das stimmt sogar. Depending on how it mutates, you could be in grave danger. Das stimmt. All I need is a small blood sample. I run a simple test and then. Ja, gib doch schon mal. This is for your own good. Ja. Fine. Geht doch, Xian. Okay, you will feel a little prick. Xian? Nothing to worry about. Und ich bin tot. Do this task for me and the map is yours. Halter F. See, that wasn't so bad, was it? If I had a little sweet, I would give you one. Gib little sweet. Don't you patronize me, Dr. Kessler. Hä? Lass doch nicht herablassen, ich will es haben. Gib jetzt. Ja, gib jetzt den Lutscher. Only take a moment to prepare the sample. Please be patient. Und wenn es dein Cock ist, Hauptsache was zum Lutschen. This is truly astonishing. I've got your results. Hast du schon Results, Alter? Es ging sogar schnell. Flexibler Schlauch. Yes, I knew that already. No, it is not what you think. Your resistance to the virus has kept it from multiplying, from wreaking havoc on your body. But it has not destroyed the virus. It has merely suppressed it. You need to be very careful. Okay. Contact with certain types of reagents could trigger a mutation. But if the virus mutates, it stands to reason that you could lose your immunity. Or much, much, much worse. Unfortunately, there are so many factors to consider that it is impossible for me to tell you exactly what might happen. Mensch, hat sich nicht im Griff wieder. Clear. You should avoid anything that will put you at risk. Such as... Your plan was to use the tunnels to reach Henderson, correct? Yes, the Japanese created them during World War II, and later they were used to store chemical weapons. Okay. In the 50s, during a monsoon, there was a leak, and some of those chemicals worked their way into the water. The Aussies sent in a battalion of engineers and soldiers to clean them up, but they weren't successful. When they went into the tunnels, one of them must have been infected. The virus mutated and all hell broke loose. The Aussies had to blow the entrances to prevent the infection from spreading. Most of the men were still down in the tunnels. I have long suspected that exposure to those chemicals is what caused the infected soldier to mutate. Anyway, you need to find the old Jesuit mission. Da waren wir schon mal. The passageway runs from the ruins down into the tunnels. Here is the map, as I promised. I cannot stop you from going down there. That is your decision. But if you do, use an abundance of caution.
Try to avoid prolonged exposure to the chemicals. I wish you best of luck. Thank you, Dr. Kessler. Junge, Alter, dauert das lange. Ja, da hat das erste Mal eine Menge Medizin erklärt. Thank God I was starting to worry. Did you get the map from Kessler? Yeah, I got it. But it's not going to be easy getting through the tunnels, though. You can fill me in when we meet up. Where are you going now? I'm going to find the tunnel entrance. Let's open this up. Get in this shape. Get that door open. Get the door open. Ich muss mich mal eben upgraden. Nice. Okay, hier ist auch Schnellreisepunkt. Den habe ich vorher nicht gesehen. Guck mal, der hat eine Quest für uns. Oh. Quest. Entschuldigung. Ja? Der Doktor. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Und der noch hier. Entschuldigung. Ach schon, die Betäubungspistole. What do you want? Ja, gib. We need more data for my research if I'm going to be able to help you. If you're heading to the tunnels, please be observant. Whatever unusual you find there. Will you? Oh klar, machen wir einen Golfschläger, gibt's auf jeden Fall. Excellent. Ist kraftlos, den kann ich droppen, dann nehme ich das. Monster that you have not seen before. Maybe some trace from the Australian force. Okay, warte, bis du Zugang zu den Tunnel hältst. Haben wir doch schon eigentlich. Ja, aber du musst warten, bis du den Zugang zu den Tunnel erhältst. Also wir stellen uns jetzt irgendwo hin und warten. Okay, macht Sinn. Absolut. Zip nochmal gönnen. Okay, und hier hinten waren irgendwo Minen. Also volle Kanne reinrennen? Ja. Dann, was ich meine, ist hier links lang. Muss ja eigentlich, ja, sehr problemlos sogar gehen. Oh, das ist ein Meer. Das ist, auch nicht so. Oh, Frucht. Oh, hey. Wo bist du denn her? Wollte reparieren, ne? Upsi. Ich auch. Aber Moment, wir reparieren es hier vorne. Oh, passt ja. Hot. Da können wir auch hochklettern. Oh Gott. Oh. Oh. Schreck mich doch nicht so. Oh oh. Ich wollte eigentlich Anlauf nehmen, aber da du hinter mir warst, bin ich nur einen Schritt zurückgegangen. ja, da komme ich auch, glaube ich, nicht so ganz hin, ne? Nö, nicht mehr, aber ja. Das Lustige ist, gleichzeitig hattest du mich mit dem nach hinten gehen fast runtergeschubst. Ja, wichtig. Ja. Perfekt gelaufen, so wie es sollte. Und eigentlich bin ich ja gerade auf der Kante gelandet und da bin ich noch runtergerutscht. Habe ich gesehen, das war das Lustige dran. Ein ermüdender Geschafft, oh nein. Besorge eine Waffe für Mia aus dem Bunker, okay. Mia. Bisschen Horvolo. Ich sehe nichts. Hier sind Minen. Oh ja. Aber da ist auch eine Waffenbox. Bada bing, bada bum. Der lebt ja noch. Bringen wir den Zombie um. Da ist auch eine Mine. Hier gibt es einmal Reparieren für uns. Oh, Sprengminen. Joink. Reparieren. Wo Sprengminen? Ach, die hast du auf hinter mir. Okay. Jo. Aber die sind nur für dich gewesen. Hier sind Granaten. Ach so. Ups, sorry. Molotovs. Den kann ich upgraden. Oh, okay. Ich kann alles upgraden. Aber nur theoretisch. Sieben. Das wird. Ich muss auch gestehen, ich hab keine Ahnung, wer Mia ist. Voilà. Ich auch nicht. Überhaupt keinen Plan. Gar keinen. Null. Wie hoch vielleicht? Das ist vielleicht smart. Aber warum sind die überall Minen? Also in dem Ding hier drin. Also draußen verstehe ich irgendwie. Was denn? Ich war fast in der Reihe gelaufen. Hier oben ist eine Aufzeichnung. Ah, da geht's hoch. Was ich habe einen Colt gefunden. Okay, das war die Waffe. Was da oben ergänzend ist, sind Minen? Nee, das ist nicht. Ein Bauplatt Tesla-Messer ist hier unterm Tisch. Aufzeichnung nehme ich selber mit. Habe ich extra gewartet. Da unten ist ein Bauplan. Ja, habe ich viel gesagt. Habe ich vergessen. Ich habe gerade gesagt, von einer Sekunde. Also, vom Aufheben. Ich bin schnell. Baseballschläger. Oh. Could it be transmitted by mosquito?
I mean, why would it be any different from malaria or West Nile virus? And if that's true, we all might have what it. Do we have shame, any one okay. of us could turn at any moment. Hallo. Hallo. Ich habe erstmal kurz überlegen müssen, wie ich da hochkomme. Hier an die Liane gehen. Ich glaube, das ist auch der gewollte Rückweg, weil man hier, glaube ich. Ne, so richtig ist es auch nicht hier. Aber hier gibt es einfach eine Schallmine. Ich weiß nicht, ob du sie auch aufsammeln kannst, hier in der Kiste. Ja, Schallmine. Joink. Also ich glaube, wir können ja einfach runter. Möglich. Ich muss mal eben kurz gucken, was ich hier platzieren kann. Ja, und dann können wir einfach wieder den gleichen Weg zurückgehen. Ah, das hier aber. Unsere aktive Quest, was haben wir denn? Haus Gottes geht zurück zum Dschungel, Geschichtsstunde. Das machen wir später. Überangebot, das wollen wir machen. Ich hab zwar keine Ahnung, was war, aber das machen wir mal. Was ist Safe Haven oder sicherer Ort? Das war Henderson, genau. So, und jetzt in eine Mine reinlaufen, ist mal gut. Ja. Ich kenn's ja, in Minen reinzufallen, das ist auch cool. Ja, das glaube ich. Na dann. Laden. Ja, hallo. Bitch. Okay, wo sollen wir hin? Oh Gott, wir haben da. Ach, da oben ist Mia. Uff. Willst du nicht erst kurz die Windschutzschleife rausschlagen? Da hätte ich schon Bock, ne? Ja. Au. Hoppala. Ich war schneller, glaube ich. Ich glaube auch. Wir haben noch ein, also ich muss noch was abholen bei Harlow, das habe ich komplett vergessen, das war ja, glaube ich, dass wir hier in das, zu Dr. Kessler gehen sollen. Oh. Ich glaube, es lohnt sich fast gar nicht, das Fahrzeug zu benutzen, weil wir gleich aufs Boot umsteigen müssen. Aber nur fast gar nicht. Das ist gut genug. Ja, ich glaube, weiter kommen wir nicht mehr, hier ist schon zu. Ja, war es doch wert. Wenn wir das Tonfahrt testen. Oh ja, das ist auch schön. Flexibler Aua. Schlauch. Geld. Geld, Geld, Geld. Plätschle. Plätschle ist auch immer gut. Feuerzeuggas. Nicht aufstehen. Ein Plätschle. Gas auf dem Bordstein. Wahrlich. Kurz dein Mikrohänger mal wieder gehabt. Ah, da kommen jetzt gleich wieder Wichser. Ja, ich muss kurz mal gucken, wo wir langfahren. Wasserwichser. Oh mein Gott, ich sehe wieder dein Fleisch zwischen den Beinen. Willst du es judgen oder was? Nee, ich hab nur einfach nicht mit gerechnet gehabt. Ich war nicht mental darauf vorbereitet, so dermaßen angegeilt zu werden. Ah, okay. Hallo. Ich glaube, das ist ein großer hier, ein Angry Boy. Oh ja. Ich glaube, uns laufen ein paar Zombies hinterher. Quatsch. Ich kann nicht nach hinten gucken, weil ich mit Bootsfahren also ich bin aber Quatsch. Was man nicht weiß, macht eigentlich heißt, der eine Zombie hat sich gerade kurz aufgehängt gehabt. Ja. Oh, ich bin näher an dich angerutscht. Ah, den habe ich platzen lassen, wie auch immer. Geil. The fuck? Den habe ich auch platzen lassen? Was hat mich geoutet? Kurz auf die Karte gucken. Achso, wir sind schon fast hier. Wir müssen zum Boot. Karte gucken. Der Marker war einfach nur. Ich hatte noch die alte, also die Hauptquest markiert und deshalb bin ich gerade fast zum falschen Ort gefahren, aber zum Glück noch auf die Karte geguckt. Gut so. Hallo, hol. Ein brutales Fleischermesser steckt in diesem Zombie. Was? Fletschle. Kleine Stamm vom Deodorant. Hilft mir wenig weiter. He just randomly died. Gewicht. So, dann gehen wir mal zu Mia. Natschle. Mia war hier einfach, glaube ich, random durch diese Höhlen genau. Und da ist sie ja schon. Aber Mia ist an mir. Ne, Mia ist an mir. Hier haben wir die komischen Kisten gesucht. Mit den Nervengeräuschen. Oh, ups. Oh! Grüne Klinge, Mord. Hande Klingen. Geil. Mir möchte Klingen, um herum zu experimentieren, wie man noch jemanden umbringen kann. Okay. Ah.
Fühlbar. Blades, Klinge. More, Klinge. Ist das eine durchgehende Klinge? Quest? Ja. Ich glaube ja. Und die Quest heißt Femme Fatale. Oder Fatale. Keine Ahnung, was ich ausspreche. If you find more, if you find more. Denk dran, dass du Klingen auch für Waffen benutzen kannst, um die da ran zu klatschen. Vielleicht nicht alles darauf. Das also an die war Klinge. Vielleicht ein kleines bisschen zu spät. Ups. Also, du brauchst sowieso eher stumpfe Waffen, von daher nicht so schlimm für dich, aber ich habe jetzt nur ein oder zwei gegeben, glaube ich. Ich habe dir alle gegeben. Alle. Das habe ich mir gedacht. Aber ich meine, man findet ja noch Klingen. Also, ja, zum Glück. Ich werde es schon überleben erstmal. Wie Klingen habe ich eigentlich? Stirbt! Gerade. Warte mal, gab's nicht was zum Reparieren? Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott. Ich habe bisher immer noch keine neuen Algen gefunden. Wunder mich ein bisschen. Ja, hier gibt's was zum Reparieren. Seife. Seife. Oh, ich habe 25 Klingen übrigens. Warte mal. Seife. Oh ja. Ja, ich hatte auch ziemlich. Ich hatte ziemlich fucking viele, das weiß ich noch. Oh, Seife. Ich kann sie nicht aufsammeln. Doch jetzt. Upgraden. Gut, ich würde aber auch sagen, das reicht dann für diesen Part. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es das tut. Dann würde ich sagen, ich habe es geklärt, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.